Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute mal wieder nach ein paar Wochen auf jeden Fall mal wieder ein Foodhaul für euch. Also Mama und ich waren gemeinsam kurz einkaufen gewesen. Ist auch nicht viel geworden. Und ich dachte mir natürlich, zeige ich euch auch diesmal dann natürlich alles, was ich gekauft habe. Also Mama und ich. Ja, ich habe hier diesmal so einen Korb anstatt eine Tüte, weil wir müssen auch noch natürlich Wasser holen. Aber ja, dann sage ich mal, was wir alles geholt haben. Einmal eine große Tüte Spinat, das normale, anstatt das normale Babyspinat. Aber das hier ist auch immer ganz gut zum Essen. Dann noch auch Eier dürfen bei uns nicht fehlen. Das ist aus der Bodenhaltung in der Güteklasse A. Das holen wir immer, also die Eier in der Größe M. Irgendwie fast nie andere, irgendwie nur noch die, wie immer. Aber naja. Und einmal, weil ich ja hin und wieder ja mal auch das Hirse-Risotto aus der Pamela Reif App mache, habe ich hier auch wieder die Cashewkerne geholt gehabt. Und ja, ich finde das auch eigentlich richtig gut, also so zum Essen. Und das so als Soße dann sozusagen hinzuzufügen, ist echt sehr lecker. Einmal das. Dann Zitronen dürfen auch nie fehlen. Das sind immer die hier in der Tüte. Die benutzen wir fast jeden Tag immer wieder für irgendetwas zum Essen. Dann haben wir hier noch so einen Kohlsalat. Ich weiß nicht immer, wie man es hat. Pak Choi. Stimmt, Pak Choi haben wir hier mit. Mama wird, glaube ich, damit später irgendwie was kochen. Obwohl man das auch irgendwie gerne für auch asiatisches Essen gerne macht, bestimmt, habe ich schon gehört, werde ich mal bestimmt irgendwie gerne irgendwas mal damit machen wollen. Bestimmt so in einem Nudelsuppe oder sowas ist bestimmt auch lecker. Dann, da ich ja auch gerne wieder ein Dessert aus der Pamela Reif App machen will, gehört ja dazu dunkle Schokolade auch noch mit dazu. Vegan, aber ich glaube nicht, dass das hier vegan ist. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, habe ich noch diese Zartbitterschokolade mit von Phil Carré. 100 Gramm. Ja, habe ich die hier mal mit. Dann Tomaten. Die dürfen ja auch nicht fehlen zu Hause. Und auch noch wie immer mein geliebtes Eis, was ich sehr, sehr gerne esse. Und zwar das High Protein Salted Caramel Cake. Irgendwie ein Eis ist das hier so die beste Sorte. Und ja, ist irgendwie sozusagen mein all-time favorite Eissorte. Und vor allem, weil es High Protein ist. Ups. Und dann noch haben wir Ingwer mit. Damit kann man auch super gerne Tee machen oder auch irgendwie für die Schärfe zum Kochen. Haben wir das auch noch mit. Dann noch Paprika, wie immer die drei Farben. Grün, Gelb und Rot. Dann, ich glaube, Mama will damit auch noch irgendwie was kochen, und zwar ja, so ein ganzes Hähnchen eben. Das ist, glaube ich, so auch so eine spezielle Woche. Ich glaube, bei uns ist es jetzt die portugiesische oder auch spanische Woche. Ja, hat Mama das hier mit. Ich glaube, sie will später damit irgendwie auch noch was machen. Für sie und ihre Freundin, denn sie ist dann natürlich bei ihr, während ich ja hier natürlich ja zu Hause bin und für mich selber koche. Was aber natürlich wie immer nicht, was ich essen will. Dann noch natürlich, was ich für mich noch geholt habe, ist natürlich das Hackfleisch, fettreduziert, wie immer. Ja, das hier ist so auch mein Go-To, was ich immer gerne esse. Vor allem, das kann ich euch auch noch zeigen, was ich auch im Rewe vor ein, zwei Tagen hier geholt habe. Das meiste davon habe ich zwar schon weggegessen, aber gut, ich esse es so oder so. Ja, dann, weil es ja auch noch ein Angebot wieder bei der Lidl Plus App gab mit den Coupons, habe ich das hier noch jetzt mit eingelöst, die Tortellinis, und zwar in Käse, also mit mildem Gouda.
eigentlich immer sehr, sehr gut und auch eigentlich von den Werten her ganz okay. Man müsste halt nur immer gucken, wie viel man davon nimmt für irgendwie ein Gericht. Aber finde ich ganz okay. Und ich möchte eben natürlich was in den Tagen mal damit was kochen. Dann noch lecker Karotten. Ist ja immer gut. Und ja, gut für die Augen sind die auch. Obwohl, meine Augen haben sich bis jetzt auch noch nicht ganz immer verbessert, aber trotzdem. Karotten sind immer gut zum Essen. Und dann noch, weil es da auch noch irgendwie viel so Fisch gab, haben Mama und ich das ja auch noch gesehen gehabt. Das ist so ein Grillachs in Mexiko-Art. Das sieht so aus. Ist bestimmt sehr lecker. Ich hoffe, vielleicht kaufe ich mir mal dann die Tage ein so eine Packung mal, weil das ja auch dann schon vorgewürzt und sonstiges. Ist eigentlich auch immer ganz cool so zum Essen dann. Und ja, das Letzte ist auch dann immer das Schwere. Natürlich Wasser. Wie immer die Saskia-Flaschen. Die müssen immer mit. Und also, somit ist dann eigentlich auch der Korb hier natürlich leer, da ist nichts mehr drin. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon sozusagen mit dem kleinen Video hier. Denn ich hatte jetzt auch noch kein Video-Idee, was ich dann für den Donnerstag mache. Also dadurch, dass wir dann eh einkaufen waren, dachte ich mir, mache ich einfach jetzt mal kurz ein kleines Video dazu. Und ja, also so ziemlich eigentlich vieles Gesundes so zum Essen. Also viel Gemüse, das kann man hier nicht genug haben. Also genügend auf jeden Fall. Ja, das war es dann eigentlich auch schon sozusagen mit dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und auch noch auf eure Unterstützung weiterhin auch noch. Also klickt runter auf das rote Abonnieren-Button. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community seid. Und nicht zu vergessen, auch noch die Glocke zu aktivieren. So bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und auf Instagram, TikTok könnt ihr mir auch immer wieder gerne folgen. Dort poste ich auch immer wieder mal was. Also, ja, dann würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder.